Wenn man die Aussage funktionelles Bier hört, denkt man sich erstmal, hä, wie soll das denn passen? Funktionelle Ernährung und Bier, das passt ja mal gar nicht. Aber den Mädels und Jungs von Joybräu ist es gelungen, diesen Widerspruch zu überwinden. Denn auf der einen Seite kannst du ein leckeres, erfrischendes und alkoholfreies Bier trinken und auf der anderen Seite unterstützt du durch die veganen Proteine und die essentiellen Aminosäuren im Bier deine Regeneration und auch den Muskelaufbau. Und zudem versorgst du deinen Körper auch noch mit Vitamin B12 und Vitamin C. Wenn du Joybräu mal testen möchtest, bekommst du über den Gutscheincode ATHLET20 20% auf deine Bestellung. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum MeinAthlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast, Lisa Meyer, zählt zu den ersten Gästen des MeinAthlet Leichtathletik Podcasts. Denn sie war bereits in Folge 8 im Mai 2019 MeinAthlet Podcast mit am Start. Und deshalb wurde es einfach Zeit für eine zweite Folge. Lisa hatte in den vergangenen Jahren ja ziemlich viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und überlegte im letzten Jahr, ihre sportliche Karriere komplett an den Nagel zu hängen. Vor wenigen Wochen gewann sie jedoch gemeinsam mit Alexandra Burkhardt, Gina Lückenkämper und Rebecca Hase die 4x100-Meter-Staffel bei den Europameisterschaften 2022 in München. Deshalb haben wir uns natürlich über die vergangenen Jahre und über das Staffelfinale in München unterhalten. Du hast angesprochen, auch im Aufwärmplatz kriegt man das Beben des Stadions mit. Wir wussten irgendwie, Julian Weber wirft gerade Speer. Wir waren selber noch im Warm-up und die Zuschauermenge bebt. Das hat man richtig gehört. Also diese Magie ist auch dahin übergeschwappt. Also uns war da schon bewusst, dass heute Abend irgendwie ein magischer Abend werden kann und dass da richtig, richtig Stimmung sein wird. Und ich bin auch ehrlich, natürlich, man kommt dann auf die Bahn, es ist alles abgedunkelt, das ganze Stadion ist still. Völlige Gänsehautstimmung. Athletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Lisa. Hi, freue mich, bei dir zu sein, ein zweites Mal. Ja, ich habe heute tatsächlich auch mal geschaut, wie lange es her ist, dass wir eine gemeinsame Podcast-Folge aufgenommen haben. Und das ist verdammt lange her. Und zwar, du warst in Folge 8 des Podcasts mit dabei. Mhm. Und es war im April, Mai 2019. Also über drei Wahnsinn. Jahre liegt das Ganze jetzt schon zurück. Jetzt sind wir fast bei der 200. Folge. Deswegen ja erstmal vielen Dank, dass du wieder mit dem Podcast mit dabei bist. Ich freue mich auch. Hat sich mit Sicherheit bei uns beiden viel verändert. Ja, absolut, absolut. Deswegen wurde es auch mal Zeit, eine neue Folge aufzunehmen. Wir zeichnen unsere ja zwischen den Europameisterschaften und noch vor dem E-Staff auf. Du hast heute Abend Zeit für mich gefunden und ich über die Europameisterschaften muss man jetzt, glaube ich, am Anfang gar nicht so viel sagen. Da würde ich ein paar Minuten drauf einspringen. Aber in den letzten Jahren, du hast es gesagt, es ist viel passiert. Du hast nach unserem Interview oder in den letzten Jahren relativ viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Du warst häufig wirklich gut in Form, im Training lief es gut, aber dann gab es hier Probleme, da eine Verletzung. Und im letzten Jahr, nach dem Zeitraum der Olympischen Spiele, hast du sogar gesagt, ich habe mit dem Gedanken gespielt, den Sport an den Nagel zu hängen, weil verständlicherweise ist sowas natürlich sehr, sehr frustrierend. Deswegen meine Frage, was hat dich damals umgestimmt, um zu sagen, okay, ich bleibe jetzt trotzdem dran? Was hat mich umgestimmt? Also du hast es angesprochen, natürlich so eine lange Durststrecke ist unglaublich kräftezehrend. Ich war in der Jugend schon unglaublich erfolgreich, schon mit 20 bei Olympischen Spielen und dann immer wieder verletzt und war immer wieder nur in der Zuschauerrolle, musste bei großen internationalen Meisterschaften zuschauen. Das nagt schon ganz schön an einem und ich hatte letztes Jahr dann nochmal einen Neustart in Frankfurt probiert bei David Kurell in der Trainingsgruppe und hatte leistungsmäßig auch ein wahnsinnig gutes Jahr, wahrscheinlich eins der erfolgreichsten. Und dennoch habe ich wieder beim internationalen Höhepunkt, den Olympischen Spielen, zuschauen müssen. Ich habe mich in der letzten Einheit in der Woche vor den Spielen verletzt, bin aus dem Pre-Camp nach Hause gereist und das war mit Sicherheit einer der bittersten Momente in meiner Sportkarriere. Und da stellt man natürlich erstmal alles in Frage und fragt sich, wofür mache ich das überhaupt? Ich habe jetzt im letzten Jahr nochmal alles geändert, habe nochmal ein neues Trainingssystem probiert und bin trotzdem wieder an derselben Stelle. Und da war ich wirklich mental völlig leer und ausgebrannt. Habe mir dann auch eine nötige Auszeit genommen, mich wirklich komplett zurückgezogen, auch beispielsweise aus den sozialen Medien von Instagram, war 6 Wochen lang gar nicht online. Und
Ja, ich muss sagen, ich bin da meinem Trainer David sehr, sehr dankbar, weil er hat in der Zwischenzeit nochmal alles Mögliche in Bewegung gesetzt und versucht, eine Diagnose zu finden, hat irgendwie nicht aufgegeben und es so auf sich sitzen lassen. Und schlussendlich haben wir die Ursache für alle Probleme gefunden, erstmalig. Dann hieß es, wie geht man mit der Sache jetzt um? Ich wusste, dass man dran arbeiten kann, dass man es im Training auftrainieren kann. Ob es funktioniert, kann einem natürlich trotzdem keiner sagen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, habe ich die Kraft, jetzt nochmal ins Ungewisse eine neue Saison zu starten oder habe ich das nicht? Aber ich glaube, ich bin vom Typus her einfach ein Mensch, der, solange er nicht alles probiert hat und es wirklich ausprobiert hat, nicht aufgeben kann. Und so war es im letzten Jahr dann auch. Ich habe gesagt, okay, wir haben es im Training noch nicht angegangen, wir haben es noch nicht ausprobiert, also müssen wir da wohl jetzt nochmal gemeinsam durch. Und deshalb habe ich mich dann entschieden, noch eine neue Saison dran zu hängen. Du hast gesagt, ihr habt im letzten Jahr dann auch die Probleme gefunden oder das, womit das alles zusammenhing. Was war das damals? Im Endeffekt hatte ich einen kaputten Sehnenansatz am Sitzbeinhöcker, der einfach über Jahre die Probleme bereitet hat, immer gepaart mit nervalen Problemen. Und die konnte man nie so richtig differenzieren. Deswegen hat man immer nur so eine Symptombehandlung und Symptombekämpfung im Training und in der Physiotherapie und in der medizinischen Betreuung gemacht, aber konnte halt nie eben so richtig die Ursache angehen. Das ist im Prinzip da, wo der Beuger ansetzt. Also diese Verbindung, genau, zwischen Beuger und Knochen, die Sehnen, die waren überreizt, durch die Belastung vernarbt, durch viele kleine Verletzungen. War das sowas? Ja, es muss einfach eine Überlastungserscheinung der letzten Jahre gewesen sein. So richtig, wie sowas entsteht, ist natürlich im Nachhinein immer super schwer zu sagen. Aber faktisch war einfach da das Gewebe nicht mehr intakt. Und das haben wir jetzt aber im Laufe des letzten Jahres wirklich über Trainingsübungen auftrainieren können. Sehr, sehr spezifisch. Mir war von vornherein klar, dass das auch irgendwie ein langer Prozess ist, der nicht innerhalb von 3 Monaten abgeschlossen sein wird, auch wenn ich jetzt ein Jahr später ganz ehrlich bin, ich habe es unterschätzt. Ich habe mit Sicherheit gedacht, dass es schneller geht. Aber da wird man natürlich dann doch eines Besseren belehrt. Das habe ich in der Saison lernen müssen, da sehr, sehr geduldig zu sein. Und bin jetzt aber wirklich auf so einem Stand, dass ich sage, ich glaube, der Bereich ist wirklich belastbar. Und das macht mich sehr, sehr stolz und freut mich natürlich unglaublich. Was hat sich sonst so in der neuen Trainingsgruppe verändert, trainingsmethodisch? Gibt es da große Unterschiede? Es ist einfach ein ganz anderes Trainingssystem, als ich vorher in Mannheim gefahren bin. Ich glaube, das ist immer schwierig zu sagen, was ist besser, was ist schlechter. Es ist einfach anders. Wir legen das ganze Jahr über auf Speed-Wert. Also das heißt, wir rennen das ganze Jahr, aber wir fangen schon im Oktober an, in Spikes 80er zu laufen. Das habe ich früher bei Weitem noch nicht gemacht. Da habe ich vielleicht im Januar zum ersten Mal Spikes angezogen. Von daher ist es einfach ein ganz anderes System. Aber es scheint, wie man ja auch im letzten Jahr beispielsweise gesehen hat, wo ich Bestzeit gelaufen bin, mit 11, 12 weitere Male noch 11, 16 gelaufen bin, auf jeden Fall ein System zu sein, was bei mir extrem gut anschlägt. Eine andere Sache, die du auch noch in einem Interview im letzten Jahr gesagt hattest, war die, dass du dich zu sehr über den Sport identifiziert hast und dass dir dadurch vielleicht auch immer mal ein bisschen zu viel Druck aufgelegt hat. Hast du da in der Zwischenzeit vielleicht irgendwas gefunden, um da den Druck so ein bisschen rauszunehmen, ein Hobby oder andere Möglichkeiten, um dich da so vielleicht ein Stück weit abzulenken oder andere Identifikationsmöglichkeiten zu finden? Was heißt ein Hobby gefunden? Also es ist auf jeden Fall ein Thema, der ich sehr stark mit einer Sportpsychologin auch zusammengearbeitet habe, weil natürlich sowas immer auch ein bisschen mit dem Thema Selbstwert zu tun hat. Und ich hatte beispielsweise letztes Jahr die Saison über, obwohl es leistungsmäßig unglaublich gut lief, irgendwie immer so diesen Druck, noch besser zu sein, noch mehr performen zu müssen, teilweise Versagensängste, die dann auch Richtung Schlafstörungen gegangen sind. Also hatte da schon sehr, sehr stark mit mir zu kämpfen. Und deswegen bin ich da sehr, sehr dankbar, auch so ein bisschen einen Anschubs bekommen zu haben, jetzt mit einer Sportpsychologin zusammenzuarbeiten, die mir da schon sehr, sehr viel geholfen hat, einfach mich so ein bisschen von dem Sport zu lösen und mich auch wieder als Mensch zu sehen. So, wer bin ich eigentlich als Lisa, wenn ich nicht den Sport betreibe? Und das hat dann gar nicht so viel damit zu tun, neue Hobbys oder irgendwas für sich zu entdecken, sondern einfach auch zu schauen, wo liegen meine Stärken, was mag ich an mir und so weiter. Und von daher, glaube ich, hat sich da aber auch im letzten Jahr sehr, sehr viel getan. Und ich bin da mit Sicherheit, habe ich mich entwickelt.
Aber das, ich stelle mir das schon manchmal schwierig vor. Ich meine, du hast es angesprochen, du bist ja auch schon sehr, sehr jung, sehr erfolgreich gewesen. Ich glaube, ich kann mich sogar noch erinnern, du warst auch schon in Karlbach in Frankfurt sehr schnell unterwegs. Da habe ich noch trainiert. Da haben wir uns, glaube ich, noch ab und zu mal gesehen und dann mit 20 Jahren schon bei den Olympischen Spielen. Da ist es, glaube ich, auch gar nicht so einfach, sich nicht nur größtenteils über den Sport zu identifizieren. Wenn so ein großer Teil des gerade noch jungen Lebens sich auch im Leistungssport abgespielt hat. Mit Sicherheit, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, gerade wenn der Erfolg auch irgendwie in einer Entwicklungssituation während der Pubertät, wo man sich selber entfaltet, vonstatten geht. Und von daher, klar, ich bin mit dem Erfolg da groß geworden und dann über Verletzungssorgen irgendwie konnte ich nie dran anknüpfen. Und natürlich, man spürt innerlich immer, da steckt noch so viel in mir und ich weiß, was ich zu leisten imstande bin. Aber ja, wenn man es nicht zeigen kann, dann ist es irgendwann ziemlich, ziemlich schwer, damit richtig umzugehen. Ja. Und vielleicht habe ich mich da manchmal auch ein bisschen alleingelassen gefühlt, aber mir auch nie die Hilfe gesucht, die ich jetzt erhalten habe. Und von daher war das für mich, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt, da mit jemandem zusammenzuarbeiten. Und dass sich das Ganze gelohnt hat, mit der Sportpsychologin zusammenzuarbeiten, die Auszeit zu nehmen und den Sport nicht an den Nagel zu hängen, hat sich spätestens, glaube ich, im EM-Finale jetzt vor einigen Tagen in München gezeigt. Du hast ja gemeinsam mit Alexandra Burka, Gina Lückenkämper und Rebecca Hase da mit der 4x100-Meter-Staffel den Titel holen können in einem wirklich spannenden Rennen. Deswegen, da würde ich gerne einfach nochmal einsteigen. Es war einer der emotionalsten Momente der ganzen Europameisterschaften. Deswegen jetzt rückblickend so aus deiner Sicht dieser ganze Ablauf, wenn wir einfach mal einsteigen in die letzten Vorbereitungen vor diesem Finallauf. Also wie kann ich mir das vorstellen? Gab es noch eine letzte Besprechung, eine letzte Teambesprechung, in der nochmal, weiß ich nicht, gut, Taktik bei der 4x100-Meter-Staffel gibt es nicht so groß, aber ein paar motivierende Worte von den Teamkolleginnen, vom Trainerteam oder so, dass es die gegeben hat? Oder wie sah das da im Vorfeld aus? Ach, wie sah das im Vorfeld aus? Gar nicht mal so besonders, würde ich sagen. Irgendwie, ich glaube, jeder war sich der Situation bewusst, dass heute Abend ein EM-Finale ansteht und wir da einiges bewegen können. Aber trotzdem macht man sich natürlich warm für einen ganz normalen Wettkampf, in Anführungszeichen. Und natürlich, dann geht man im Callroom, man wird nochmal von jedem in den Arm genommen und auch die Trainer, die fühlen da ja nochmal ganz anders mit, gerade wenn es um so eine Staffel geht. Und wir vier Mädels haben uns dann im Callroom selber nochmal in den Arm genommen, nochmal zusammengetan, irgendwie nochmal miteinander besprochen, was wir hier eigentlich machen, was wir wollen, aber sind uns irgendwie auch bewusst geworden, ja, das ist eine Heimeuropameisterschaft und da sitzen wahrscheinlich gleich, keine Ahnung, wie viel passen ins Olympiastadion, 60.000 Leute, die nur auf uns blicken. Da ist ein enormer Druck, aber trotzdem, wir sind schon 100-mal Staffel gelaufen, wir wissen, was wir zu tun haben und einfach nichts Besonderes machen. Man kriegt ja auch die Stimmung mit. Ich weiß nicht, der Aufwärmplatz ist ja da direkt um die Ecke vom Olympiastadion, ist ja da auch der Trainingsplatz von den Münchner Athleten und Athletinnen. Und das hört man ja, was da abging im Stadion. Und deswegen, du hast gesagt, am Ende des Tages ist es ja auch ein ganz normaler Wettkampf. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn da 60.000 Leute Lärm machen vor dem ein oder anderen Ereignis, was davor war, ist es schon nicht die einfachste Aufgabe, da wirklich cool zu bleiben. Nein, auf keinen Fall. Ich war selber beispielsweise an dem Dienstagabend, als Gina Europameister über 100 Meter geworden ist im Stadion und da habe ich selber schon mal diese Atmosphäre gespürt und ich war überwältigt und ich saß nur auf der Tribüne. Das war wirklich unglaublich und du hast angesprochen, auch im Aufwärmplatz kriegt man das Beben des Stadions mit. Wir wussten irgendwie, Julian Weber wirft gerade Speer. Wir waren selber noch im Warm-up und die Zuschauermenge bebt. Das hat man richtig gehört. Also diese Magie ist auch dahin übergeschwappt. Also uns war da schon bewusst, dass heute Abend irgendwie ein magischer Abend werden kann und dass da richtig, richtig Stimmung sein wird. Und ach, ich bin auch ehrlich, natürlich, man kommt dann auf die Bahn. Es ist alles abgedunkelt. Das ganze Stadion ist still. Völlige Gänsehautstimmung, die man selber hat. Man fühlt sich irgendwas zwischen einem kleinen Kind und einem Rockstar. Man weiß irgendwie gar nicht so recht, was man hier gerade zu suchen hat. Deswegen, es war schon einer der besondersten Momente in verschiedenen Hinsichten, mit Sicherheit da auf der Bahn zu stehen. Aber ich glaube, wir haben es in dem Moment geschafft, irgendwie diese positive Energie, die das Publikum da vermittelt hat, mit in den Wettkampf zu nehmen, uns eben nicht geschafft oder uns nicht davon
lähmen lassen, was ja auch ganz leicht passieren kann, was auch, glaube ich, nicht verwerflich ist. Es ist absolut menschlich, wenn man davon erstmal erschlagen wird. Aber irgendwie haben wir es geschafft, das mitzunehmen. Und man hat ja in so einem Moment irgendwie auch gar keine großen Gedanken mehr im Kopf. Das sind ja eher so Gedankenfetzen, die da dann vor so einem Rennen noch durch den Kopf gehen. Aber ich habe mir in dem Moment gedacht, ich habe jetzt jahrelang zuschauen müssen und ich habe jahrelang auf diesen Moment wieder gewartet, hier vor diesem Publikum stehen zu dürfen. Und es ist jetzt was so Besonderes. Und ich bin ehrlich, ich konnte diesen Staffellauf bei allem Druck, der da ist, und der Druck in der Staffel, der ist enorm, weil du nicht nur für dich selber, sondern auch für drei andere mitperformen musst und da nichts in die Hose gehen darf. Deswegen ist eine Staffel nochmal eine ganz andere Drucksituation. Und trotzdem habe ich es geschafft, dieses Rennen in vollen Zügen zu genießen und das ganze Drumherum zu genießen. Und da bin ich auch ein kleines bisschen stolz drauf, muss ich sagen, weil ich glaube, das hätte ich auch nicht immer gekonnt. Ich finde, das hat man aber auch an den Fernsehbildern gesehen. Du bist ja auf Position 2 gelaufen und bei einem Kameraschwenk warst du auch ein paar Sekunden im Prinzip im Vollbild zu sehen. Und der Schritt war halt wirklich, es war ein wirklich lockerer, schneller Schritt. Es sah wirklich, ja, in Bestform aus, kann man so sagen. Das war null verkrampft, einfach nur schnell. Das hat man auch als Fernsehzuschauer gesehen. Aber im Vorfeld, man kommt ja ins Stadion rein. Das normale Prozedere ist, man misst erstmal die Schritte aus. Wie viele Schritte hattest du auf Alex? Alex war ja Startläuferin im Finale und hat auf dich gewechselt. Weißt du noch, wie euer Abstand war? Boah, ich muss lügen. Ich glaube, wir hatten 34 Füßchen. Okay. In so einem Moment zählt man sowas auch zweimal durch und man kommt zweimal auch auf eine andere Anzahl mit Sicherheit. Ja, kenne ich. Nee, aber ich glaube, sowas müsste es gewesen sein. Der Wechsel war nicht optimal, da müssen wir uns nichts vormachen. Wir hatten im Vorfeld auch, gerade als wir ins Stadion reingekommen sind, reingeführt wurden, wurde der Männerlauf gestartet. Und wir haben leider auch den Wechsel von Kevin Kranz auf Joshua Hartmann mitbekommen, der dann ja leider nicht funktioniert hat und sie hätten auch Medaillenchancen gehabt. Das ist natürlich ein Moment, wo man dann erstmal schluckt, sich erstmal wieder sammeln muss. Wir haben uns dann auch nochmal zusammengetan und gesagt, Mädels, davon lassen wir uns jetzt nicht verunsichern, nicht beirren. Jeder weiß, was er zu tun hat. Einfach den Job wie immer machen. Aber es ist keine schöne Situation. Ja, das ist auch immer so ein bisschen die Schwierigkeit in der Staffel. Also die Wechsel, die werden ja schon ausgereizt, gerade in so einem Finale. Da kann man über die Wechsel viel rausholen und das ist immer so ein schmaler Grat. Manchmal klappt es einfach nicht. Das hängt auch immer so ein bisschen mit da zusammen. Wie positionieren sich die Konkurrentinnen auf den anderen Bahnen? Hat man wirklich die ganze Zeit Blick auf die eigene Läuferin? Und manchmal ist auch so eine Sache, ich könnte mir vorstellen, bei so einem Stadion, bei diesem Lärm, dass man das Hepp dann gar nicht so richtig wahrnimmt, wie wenn man das jetzt im Training übt und vielleicht 20 andere Leute noch mit auf dem Platz sind. Definitiv, das haben wir uns auch im Vorfeld wirklich so gesagt. Mädels, es kann sein, dass wir da kein Hepp und nichts hören werden, weil nur Zuschauergetöse ist. Ja. Ab Mitte Wechselraum geht der Arm raus, egal was ist. Einfach, dann ist er draußen, dann wird es da irgendwie reingelegt. Dem ist man sich im Vorfeld schon auf jeden Fall bewusst und solche Szenarien ist man mal durchgegangen. Und natürlich, du hast angesprochen, ey, nach Staffel, da kommt es auf einen Schritt zu früh oder zu spät an und der Wechsel ist gut oder ist nicht gut. Von daher, ja, das sind schon Nuancen, da muss man schon im richtigen Moment dann gerade unter so einer Atmosphäre in so einem Stadion die Nerven behalten und bei sich bleiben. Und eben nicht vielleicht auf die Konkurrenz schauen und wo die gerade ist. Aber der Wechsel hat ja dann geklappt. Du bist wirklich frei gelaufen. Hast du noch Erinnerungen an deinen Part in der Staffel oder warst du so fokussiert, dass es tatsächlich komplett ausgeblendet war? Es gibt es ja auch oft, dass man sich dann überhaupt nicht mehr an solche Ereignisse erinnern kann. Jein, doch. Also ich habe gemerkt, dass der Wechsel ähnlich wie im Vorlauf mit der Alex nicht hundertprozentig gut war, dass sie schon ziemlich aufgelaufen ist auf mich. Und in dem Moment dachte ich mir nur, Lisa, das musst du jetzt läuferisch wieder gut machen. Und das hat mir, glaube ich, nochmal so den letzten Ansporn gegeben, wirklich schnell zu rennen. Ich habe dann auch wahrgenommen, zumindest auch in Bruchteilen von Sekunden, dass die Britinnen vor mir gerade raus sind. Das hab ich irgendwie wahrgenommen, ich weiß es nicht. Habe dann vom Lauf selber aber relativ wenig Erinnerungen und kann mich dann nur noch an den Wechsel mit Gina so ein bisschen erinnern. Da hätte ich mich auch fast auf die Bahn gelegt. Aber ich war dann einfach nur noch froh, als dieser Stab wieder weg war und ich gesehen habe, dass Gina in einer sehr, sehr guten Position ist
Und gefühlt war die Zielgerade von Becky dann natürlich endlos, weil man eigentlich nur noch wissen wollte, wie es jetzt ausgeht. Aber als ich dann gesehen habe, dass da nichts mehr schief geht und dass wir gerade Europameister geworden sind, das war wirklich ja, ein unfassbarer Moment. Und es hat mich auch innerlich wirklich mal so kurz lahmgelegt, weil ich glaube, ich da gerade so viel über mich eingebrochen ist, diese ganze Last der letzten Jahre, die da abgefallen ist. Und ich glaube, wer auch so ein bisschen den Weg verfolgt hat, die Fernsehbilder im Nachgang haben vielleicht ansatzweise erahnen lassen, welche Emotionen da in mir vorgingen. Das glaube ich. Und deswegen meine nächste Frage, wie habt ihr an dem Abend gefeiert? Weil ganz ohne Party kann man so ein Ereignis nicht stehen lassen. Nee, wir haben in der Tat kaum gefeiert. Das ist jetzt auch wirklich traurig, das so sagen zu müssen. Naja, wie es dann so ist, es geht dann von aus dem Stadion mit einer riesen Ehrenrunde und das war auch Wahnsinn, dass das ganze Publikum, das ganze Stadion gefühlt noch da geblieben ist, für uns auf dieser Ehrenrunde noch begleitet und angefeuert hat. Dann natürlich noch endlose Interviews mit Fernsehen und Presse, sind dann auch direkt weiter zur Siegerehrung, haben dann noch sogar die Nations Trophy in Empfang genommen, das war quasi die Trophäe für die European Games, dass Deutschland im gesamten Medaillenspiegel über alle Sportarten verteilt gewonnen hat. Und das hat sich dann wirklich schon sehr, sehr lange gezogen, bis wir endlich mal ins Hotel konnten, unsere Trainer, Freunde, Familie, alle, die so da sind, mal in den Arm nehmen konnten, weil die haben wir ja auch noch gar nicht gesehen gehabt und eigentlich wollten wir nur noch alle einmal drücken. Und ja, dann ist es halt auch schon 12:30. Man ist eigentlich nur noch emotional so leer, müde, fertig. Weil natürlich auch im Vorfeld, muss man sagen, so ein Wettkampftag, man macht zwar nichts, aber es ist unfassbar anstrengend. Ne? Einfach nur auf so einen Wettkampf, auf so einen Lauf, so 100 Meter, der abends um 9:30 ist, warten zu müssen, das ist so, so kraftraubend und kräftezehrend. Deswegen, wir waren wirklich alle nur noch fertig. Die Alex und ich sind dann noch auf die Abschlussparty gegangen. Ich glaube, wir waren mal 2 Stunden da, aber richtig gut war die jetzt auch nicht, muss ich gestehen. Und dann lag ich irgendwann, keine Ahnung, um 3:30 im Bett. Schlafen konnte man zwar trotzdem nicht, weil man von Adrenalin und Gefühlen völlig überwältigt war. Aber man ist immerhin mal ganz kurz zur Ruhe gekommen. Gibt es so einen Moment, der sich extrem eingebrannt hat? Also mit Sicherheit diese Atmosphäre in dem Stadion. Das war wirklich schon sowas, das habe ich noch nie erlebt. Und ich glaube auch, dass mir und uns in dem Moment nichts Besseres passieren hätte können als eine Heimeuropameisterschaft in München, in einem ausverkauften Stadion, als letzte Disziplin und dann auch noch Gold zu holen. Das war irgendwie so der perfekte Moment. So. Und ich muss sagen, das habe ich schon sehr, sehr genossen, da gefeiert worden zu sein. Weil es für mich schon viel Lohn für ganz viel Durchhalten und Kämpfen in den letzten Jahren war. Ich glaube, mit diesem Schlusswort beenden wir unsere Folge. Besser kann man es nämlich nicht sagen. Nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für unsere zweite Folge genommen hast. Wer dir mal beim Training zuschauen möchte, wir haben uns ja neben dem Podcast Anfang des Jahres, ich glaube im März oder April war das, getroffen. Da durfte ich in der Trainingseinheit bei dir dabei sein, habe das Ganze gefilmt für den YouTube-Kanal. Deswegen, ich werde das Ganze auch in den Shownotes verlinken. Schaut euch das Video an. Und Lisa, ja nochmal vielen, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, bis bald. Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis bald. Mir auch. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.